Servus Freunde der Teichanlage, wie versprochen das Video, die Umleitung oder die Abkürzung zur Teichanlage. Also es ist so, dass die nächste Woche, Monate hier gebaut wird. Also die Straße hier runter auf Heimbrunn, wo an die Teichanlage fahrt, die wird jetzt gesperrt und wird saniert. Also das heißt am einfachsten, ihr fahrt jetzt hier rüber, hoch auf Rotenberg. Das heißt also alle Leute, die wo von Heidelberg, Mannheim, also von hier, von der Richtung hier schon auskommen sind, wie gesagt, ihr kommt hier geradeaus nicht durch, fahrt am allereinfachsten hier hoch auf Rotenberg und fahrt einfach dieser Straße folgend immer geradeaus weiter bis auf Rotenberg. Dann kommt die Ortschaft Kottelsüde, da fahrt ihr dann an der Straße vorbei, immer geradeaus weiter, der Vorfahrtstraße folgend und wie gesagt, geht gleich weiter. So, für all die, wo aus der Richtung Erbach, Michelstadt, da hin aus dem Odenwald raus Richtung Finkenbach fahren wolle. Also ihr kennt ja die Strecke oder die, wo es noch nicht kennen und fahren wolle. Normal müsstet ihr jetzt hier geradeaus durchfahren auf Finkenbach. Da könnt ihr dann fahren, weil die, wie gesagt, die Ortsdurchfahrt und die Straße jetzt hier saniert wird. Und im Prinzip am allereinfachsten ist es, ihr fahrt hier da links ab Richtung, Richtung Rotenberg fahren. Da könnt ihr euch nicht verfahren. Da müsst ihr jetzt, wie gesagt, immer nur geradeaus fahren. Schön immer der Straße folgen bis auf Rotenberg. Lasst euch Zeit, die Straße ist nicht so breit, immer schön langsam geradeaus, wie gesagt, auf Rotenberg fahren, ihr habt Zeit und wie gesagt, es ist der direkte und der kürzeste Weg an die Teichanlage. Wie gesagt, geradeaus geht nicht, fahrt, wie gesagt, links hier ab Richtung Rotenberg. So Freunde, also wenn ihr es jetzt geschafft habt, von hier schon hierher zu fahren, müsst ihr jetzt hier gerade eben bzw. hier runterfahren. Richtung Finkenbach und da unten gleich wieder rechts fahren und dann immer geradeaus fahren. Und für die Leute, wo von hier hin und her geradeaus kommen, von Berfelden kommen, die Leute, wo von Berfelden hergefahren kommen, müssen auch hier runterfahren und da unten auch gleich wieder rechts fahren und dann immer geradeaus weiterfahren, bis dass er, dann kommt er an der Ortsausgang nach Rotenberg und dann kommt er wieder durch den Wald weiter, immer geradeaus fahren, bis dass ihr dann im Prinzip in Finkenbach unter seid. Da zeige ich euch dann nochmal. Für all die, wo es jetzt geschafft haben, von hier oben, von dieser Straße, von Rotenberg über den Finkenbacher Weg hier runter zu fahren auf Finkenbach. Ihr müsst jetzt hier gerade noch ums Eck rumfahren und dann immer geradeaus weiterfahren und dann seid ihr in einer Minute an der Teichanlage. So, das ist im Prinzip der einfachste und der schnellste Weg, momentan an die Teichanlage zu kommen. Ihr könnt auch über die Umleitung fahren, aber das sind so, das ist eine richtig große Umleitung und die meisten verfahren sich dann, weil sie nämlich mit Navi fahren und so. Also wie gesagt, ihr kommt da oben runter jetzt, fahrt immer noch geradeaus und dann seid ihr eine Minute an der Teichanlage. Und wie gesagt, denkt bitte daran, den Kanal zu abonnieren und vielleicht könnt ihr es den Leuten, die uns nicht so in Social Media verfolgen, vielleicht mal einen Tipp geben, die vielleicht die nächsten Tage zu uns fahren wollen und denen vielleicht das Video schicken oder teilen, dass die nämlich wissen, wie sie am allereinfachsten zu uns kommen, weil das erlebe ich momentan tagtäglich, dass Leute frustriert hier ankommen und schon schlecht gelaunt ankommen, weil sie 40 Kilometer Umleitung gefahren sind und haben es dann immer noch nicht geschafft, an die Teichanlage zu kommen. Deswegen, also am Brombacher Wasser, Rotenberg auf Kottelsüde.